Trickpendel 2. Bauen Sie zwei Starthütchen ca. 20 Meter voneinander entfernt auf. In der Mitte der beiden Hütchen markieren Sie die Hälfte der Strecke mit zwei weiteren Hütchen, die als Gegenspieler dienen. Circa 5 Meter schräg hinter den Starthütchen bauen Sie zwei weitere Starthütchen auf. An allen vier Hütchen starten jeweils zwei Spieler. Beide Spieler führen am mittleren Hütchen einen Übersteiger in die gleiche Richtung aus und spielen mit dem gegenüberliegenden Spieler einen Doppelpass. Anschließend stoppen Sie den Ball hinter dem Fuß vorbei und schießen aufs Tor. Danach erhalten Sie einen zweiten Ball angeworfen, den Sie möglichst schnell Dropkick stoppen und aufs Tor schießen. Variieren Sie am zentralen Hütchen den Trick. Hier sehen Sie die Kombination Übersteiger und Sidan-Wende. Sie können aber auch einfache Wenden wie die Sohlenwende oder Sidan-Wende alleine trainieren. Danach erfolgt erneut ein Doppelpass, diesmal mit dem eigenen Spieler. Hier sehen Sie eine Ballannahme mit der Außenseite. Der zweite Ball wird erneut angeworfen und diesmal Volley aufs Tor geschossen. Hier sehen Sie eine deutlich längere und schwerere Kombination in diesem Aufbau. Erneut erfolgt zunächst ein Frontaltrick, hier sehen Sie den Kreuzübersteiger. Danach erfolgt eine Sohlenwende und ein Doppelpass. Diesmal wird im Anschluss aufgedreht und ein zweiter Doppelpass gespielt. Das letzte Anspiel stoppen die Spieler erneut hinter dem Fuß vorbei und schießen mit einem Effetball aufs Tor. Der zweite Ball wird auf Knie- oder Brusthöhe angeworfen. Diesen sollen die Spieler nach oben lenken und mit einem Dropkick in eine saubere Schussposition stoppen. Im Anschluss erfolgt erneut ein zweiter Torabschluss.